öffne dann langsam wieder den Blick. Mach hier hin, besser. Spreiz die Zehen. Und dann beuge beide Knie. Verlagere dein Gewicht rüber auf deinen rechten Fuß. Und beug das Knie noch ein bisschen tiefer. Und hebe das linke Bein nach oben an. Dreh es nach außen. Kreuz den Unterschenkel. Mit einer Einatmung weite die Sitzhacke nach hinten und außen. Und beug dich aus deinem Hüftgelenk etwas nach vorne. Halte die Zehen gespreizt, die Schultern weit, sich am Oberschenkel abstützen oder in die Taille die Hände geben. Mit deiner nächsten Einatmung richte den Oberkörper wieder auf, stell die Füße nebeneinander ab, beuge beide Knie, erde die Zehen nach unten, drück vor allen Dingen die Zehen von deinem linken Fuß fest in die Matte, bring dein Gewicht rüber nach links, setz dich etwas tiefer. Hebe rechts. Dreh das Bein nach außen, Unterschenkel auf Oberschenkel. Einatmen, weite die Sitzhacke etwas nach hinten und dann falte langsam nach vorne. Mit gespreizten Zehen schieb die Sitzhacke mehr nach hinten und mach trotzdem den Bauch stark und setz dich ein bisschen tiefer. Einatmen wieder hoch, setz den rechten Fuß ab, spreiz die Zehen, erde die Zehen in den Boden. Beuge beide Knie. Verlager wieder das Gewicht rüber nach rechts. Hebe links. Dieses Mal dreh das Bein nach innen ein. Kreuze dann mit dieser Innenrotation die Oberschenkel und wickle deine Oberschenkel umeinander. Press die Innenseiten der Oberschenkel feste gegeneinander, als ob sie da richtig was festhalten zur Mittellinie. Weite die Sitzhacke nach hinten und außen. Und dann spann das Gesäß sanft an, bis du merkst, die Sitzhacke senken sich etwas nach hinten und unten ab. Heb die Arme nach vorne, dreh die Handflächen zu dir. Arme tief ein. Und dann bring deinen linken Ellenbogen unter deinem rechten herum. Greife entweder den Daumen oder leg die Handflächen aneinander. Wenn du wackelst, wenn du nicht stehen bleiben kannst, stell deine linken Zehenspitzen unten am Boden ab. Aber press die Oberschenkel gegeneinander. Und dann dreh deine Daumen so weit in Richtung Gesicht, dass sie also deine Nase angucken. Heb dann die Ellenbogen auf Schulterhöhe nach oben an und streck die Unterarme etwas nach vorne weg. Aus dem Profil sieht es so aus. Unterarme nach vorne. Das ist der Adler, Garudasana. Der nächsten Einatmung, komm nach oben, heb dein linkes Knie an und setz den Fuß ab. Löse die Arme. Bring die Arme über die Seite nach oben und über die Seite nach unten. Gut. Andere Seite. Mit gespreizten Zehen beuge wieder beide Knie und erde die Zehen nach unten in den Boden. Verlage dein Gewicht rüber auf den linken Fuß. Erde die Zehen vom linken Fuß. Hebe dein rechtes Bein. Ganz wichtig, dreh das Bein nach innen ein, nicht nach außen und dann wickeln, auch wenn das erstmal gemütlicher erscheint. Dreh das Bein nach innen ein, versuche sie hoch wie möglich zu kreuzen. Wickle vielleicht den Unterschenkel um den Oberschenkel. Press die Oberschenkel auf jeden Fall gegeneinander. Zehenspitzen können nach unten stehen bleiben. Dann sieht es so ein bisschen wie, ihr wisst schon, aus. Mit festen Beinen weite die Sitzhacke etwas nach hinten und dann spann das Gesäß an und verlängere die Sitzhacke nach unten in Richtung Boden. Kannst du nochmal kurz im Profil zeigen. Also erst weiten wir die Sitzhacke etwas nach hinten und hier hinten verlängern wir sie nach unten, nicht wieder nach vorne. Ne? Nach hinten, hinten, unten. Heb den Bauch an, heb die Arme nach oben an und dann bring deinen rechten Arm unter dem linken herum. Leg die Handflächen aneinander, wenn du nicht so weit kannst. Kommst, greife vielleicht nur die Daumen. Gut. Dann dreh aber die Daumenseite deiner Hände zur Nase, dass die Arme sich ein bisschen mehr verschrauben. Heb die Ellenbogen auf Schulterhöhe an und streck dann die Unterarme nach vorne aus. Und 2, 3 tiefe Atemzüge, vor allen Dingen in die Rückseite der Schultern. Halte die Knie gebeugt, Oberschenkel pressen gegeneinander. Der nächsten Einatmung halte die Arme, aber heb das rechte Bein wieder nach oben an.
Setz den Fuß ab. Bring das Gewicht auf beide Beine. Einatmend, heb die Arme nach oben. Und dann zieh deine Hände vors Herz. Atme hier nochmal tief ein. Hände neben die Hüften. Schließ die Augen einen Moment. Und dann mach dich auf den Weg zum Sitzen.